schön, Leute, hier soll der Saxi Baxi und ja, wir spielen weiter mit Fallout 4 nach kleiner Pause. Und wir sind in Diamond City. Wieso heißt die Diamond City? Hat einen großen Diamant oder was? Zeitung, was für Zeitung? Hey, Kleiner. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Okay. Wo ist ihre Büro einfach? Piper, du bist zurück. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Ich muss erst noch ein paar Dinge regeln. Wir reden später. Mhm. Extrablatt, Extrablatt! Ist dein Nachbar wirklich ein Mensch? Lest den Exklusivbericht. Was? Also, ich will rein. Jetzt, oder? Ja. Wahrscheinlich zu schnell gedrückt habe ich. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? 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 Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay. Nicht jetzt. Sakates Interview geben? Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Was macht das schon? Sacken. Das war normal. Wir waren eine Kerlschlaf. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange. Warte, die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ja, ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott, der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Eine Scheiße? Lustig, Sache zu zerstören. Wie soll das gehen? Gib mir Hoffnung. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Eine Familienmitglied. Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Das Institut? Ich weiß nicht. Überhaupt nichts. Könnte sein. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Leute ignorieren, entführen. Eine Tage nach den anderen
Rache nehmen. Nicht die Hoffnung verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Hör zu, was deinen Sohn angeht. Ich wusste nicht, ob es dir schon besser geht und wollte die Zeit meines Freundes nicht vergeuden, aber er kann dir vielleicht helfen. Er heißt Nick Valentine und ist ein außergewöhnlicher Detektiv. Hat ein Büro hier in Diamond City. Halt nach dem Neonschild mit dem Herz drin Ausschau. Okay. Nick. Und du denkst, dieser Nick Valentine kann Sean finden? Ja, die Leute reden nicht gern über ihn. Stecken lieber ihre Köpfe in den Sand. Typisch Diamond City. Aber wenn man vom Glück verlassen und ganz allein ist und niemand einem hilft, dann ist er immer da. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Okay. Da steht alles drin, was die Öffentlichkeit über das Institut wissen muss. Mhm. Danke. Danke, schätze ich. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst. Was auch immer. Das ist Unfunk. Ich glaube dir. Ich glaube dir, ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Halt's Maul! Okay. So, der ist irgendwo da lang, habe ich gesehen. In Damien waren wir ja noch nicht, also das ist. Manchmal muss man sich echt fragen, ah, hier wahrscheinlich. Genau. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Upsi. Seine Krawatten. Oh, oh, Nick. Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Es ist wichtig. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Oh. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Irgendeine Hinweise? Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Geld verliert? Nicht mein Problem. Ich helfe. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Okay. Muss ich den Nick finden diesmal? Hm. Komm, gehen wir zu dem Nick. Vielleicht finden wir ihn noch. Keine Bewegung, Sünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Sünd! Er wird uns alle töten! Kyle! Nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia. Zurücktreten, Plünderer. Scheiße. Dann gehen wir weiter. Bei ein bisschen Munition können wir verzichten. Dann müssen wir rausgehen. In Diamond City.
Das ist ein bisschen gefährlich von den Diamond City, finde ich. Ich glaube, der Diamond City ist ein bisschen Psycho-Start. Alle kill jeden. Wenn folgst du uns nicht, dann töten wir dich. Also, was die hatte geschrieben, finde ich schon langsam wahr. Was habe ich jetzt gerade gesehen? Da mag ich lieber raus und zu leben und hoffen, dass ich überlebe, als ich so verrecke. Aber theoretisch, wenn du bist brav, dann überlebst du länger, also bist du raus. Ja, das ist auch so eine Sache 50-50. Wenn ich werde wirklich in diese Ding sein. Ah, da. Okay, da muss ich da lang gehen. Na komm. Boah, der ladet lang. Meine Güte. Ja, es ladet so schön. Jawohl, endlich. So, und jetzt, wo muss denn jetzt hin? Da lang irgendwo. Okay. Was? Oh, haben wir es schon? Ach, hier ist ein Eingang. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem. Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir. Ich dachte, ich hätte... Hey! Ich komm mit dem Kopf los! Ja. Oh, verdammt! Meine Schulter! Ja, ich werde ihm und ich werde das tun, was ich tue werde. Endlich. So. Okay, ich muss einfach Muni zucken. Ah, gucken. Oh, lo, ist die Stärke aus meiner oder was? Nö, nö. Ach du Scheiße. Das war idiotische Idee.
So. Muss ja aufpassen, wir haben Fusionkern. Okay. Die eine, hier ist die zweite. Pistol. Und das nehme ich. Oh, hier ist noch einer. Nice. Oh, 51 Schüssen. Nicht schlecht. Okay. Ne, nix. Okay. Gut, gehen wir weiter. Okay. Leere, aber das brauche ich. Eieiei, das war knapp. Wo ist die nächste? Oh ja. Oh, der ist wieder scharf. Alter, wie viel Leben hat der? Wie viel Leben habe ich? Also jetzt noch, habe ich noch ein bisschen. Oh yeah. Verpiss dich, meine Fresse. Scheiße. Oh, das ist scheiße. Komm, wo bist du? Da bist du tot. Ich mach, kann ich auch die ja schnell machen, wenn du möchtest, willst. Scheiße. Okay, ist tot. Also finde ich unfassbar. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Das nehme ich mir nicht. Nee. Okay. Gehen weiter. Yay, mehr Muni, mehr Glück. Teddybär, ja, wieso ist er hat Teddybär? Gibt's noch einer? Wo irgendwo liegt, Alter, da liegen noch zwei Stück. Zack, zack, habe ich schon alles, glaube ich, ja. Schade. Ja, da liegt noch einer. Zack.
Fertig. Nur weil das Problem, wenn ich Akku werde leer und ich habe nichts mehr da, das wird beschissen. Der leuchtet so schön aus. Was ist das? Nukola! Yay! Der leuchtet so schön. Oh. Oh komm, verreck einfach. Fass. Steh auf. Ja. Und du bist auch bei mir tot. Da ist auch einer. Fünf Schuss. Alles. Also noch, komm schon. Ja, das hat ja nicht mehr drauf. Ich hab gedacht, ihr seid die größte Arschlöcher und die stärksten. Nehme ich. Viel Wert hatten die. So, der da tot. Aber die Waffen sind übertrieben stark, meine Gott. Nicht stark, meine geben mir sehr viel Money. Okay, ich glaube, jetzt muss ich nicht mehr sammeln. Nur Money. Ah, Volt, okay. Okay. Wow, 190, nicht schlecht. Okay. Du kannst nicht rennen. Na toll. Oh Mann, ich hasse es. Die Inventar macht mich wahnsinnig langsam. Aber die wiegen ordentlich viel. Oder? Ja, komm. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste.
So, jetzt langsam war, wir waren langsam vorsichtig, aber jo, gut. So Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.